What's poppin', boys and girls? Und alle so, wow, sie sitzt im Auto, jetzt wird sie sich wieder mega aufregen. Nein, keine Sorge, ich sitze im Auto, aus anderen Gründen. Na, wieder aus Gründen, weil ich reden will, aber ich werde jetzt nicht austicken. Für all die, die es mitbekommen haben, ich habe schon mal ein Video im Auto gemacht und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Wir haben übrigens Besuch. Micky, süße Tiere in Videos funktionieren immer. Guck süß. Ich bin gerade mit dem Auto rumgefahren und habe wieder ein bisschen nachgedacht. Ich hatte darüber nachgedacht, ob ich ein Vlogging-Format einführen soll. Aber nicht Vlogging im Sinne von Follow Me Around. Dieser Begriff Vlog wurde ja so ein bisschen verfremdet. Sondern wirklich im Sinne von Vlogging. Ich setze mich im 90s-Stil vor die Kamera und tue einfach so, als würde ich meinem Online-Tagebuch etwas erzählen. Und rede mit euch über Gedanken, über Probleme. Und es ist auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr ungeschnitten, weil ich was richtig Reales gerne machen, einbauen würde. Und dann kam direkt wieder die Gedankenschleife. Wie machst du das denn, dass die Leute das cool finden? Wisst ihr, ihr dürft es immer nicht unterschätzen, ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Großteil von euch Zuschauer sind. Also keine YouTuber, sondern einfach nur die Zuschauerseite kennen. Und man regt sich immer so auf über Clickbait und über dies und über das, wenn alle Leute was gleich machen. Aber ich sag euch, das ist manchmal gar nicht so einfach, dann nicht mitzumachen. Du fängst so YouTube an und versuchst dich so, testet dich so ein bisschen aus und machst so Dinge, die du geil findest. Und dann kommt der Erfolg und auf einmal werden die Leute auf dich aufmerksam. Aber auch Leute, die halt so ein bisschen wissen, wie der Hase läuft. Und dann kommen die ganzen Tipps von außen so, ja, dein Video sollte 6 Minuten lang sein. Das ist die optimale Länge dafür, dass alle so und so lang dranbleiben. Dann hast du die perfekte Watchtime. Dann kommst du im Algorithmus höher. Du solltest auch regelmäßig Videos machen, am besten so häufig wie möglich. Aber die müssen dann auch interessant sein. Der Titel muss dann voll Marketing, SEO-technisch ausgedingsert sein. Und das muss in der Infobox stehen und dies muss sein und das muss sein. Und am Ende produzierst du eigentlich nur noch Sachen, um Klicks zu kriegen und nicht, um dich irgendwie auszudrücken. Das ist jetzt eine sehr, sehr negative Darstellung, weil Online-Marketing kann auch super Spaß machen. Aber man darf sich da manchmal nicht so ganz verlieren. Genau. Und dann habe ich gerade gedacht, wisst ihr was? Ist mir scheißegal. Ich halte jetzt an und mache den ersten Vlog einfach jetzt schon. Obwohl ich meinen Hintergrund, mein Setting für dieses Format, was ich geplant habe, noch überhaupt nicht durchdacht habe, habe ich gedacht, ich mache das einfach jetzt. Ich mache die erste Folge, passt überhaupt nicht dazu. Ja, genau. Jaco gegen ihr eigenes Format. Ja, und dann habe ich habe nämlich ein Lied gerade gehört von 21 Pilots. Ich habe das Album Blurry Face wieder ausgepackt. Das habe ich letzten Frühjahr auch voll viel gehört. Und da musste ich sehr lachen eben bei einer Zeile in Lane Boy. Und zwar rappt Tyler Joseph da, sag das nochmal, I'm in constant confrontation with what I want and what is poppin'. Ja, auf jeden Fall, ich bin die ganze Zeit am struggeln mit, was will ich und was geht, also was ist gerade so in, was ist gerade so poppin in der Musikszene. Ja, genau. Und da muss ich irgendwie lachen, weil ich dachte, wow, Story of my life und wahrscheinlich Story von jedem Künstler irgendwie, der immer so irgendwie sich einfach frei ausleben will, was ganz oft aber auch mal so ein bisschen lower sein kann und so richtig durchdachte, marketingstrategisch geile Sachen, die halt die Masse catchen so. Ja, genau. Und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, über das ich eigentlich reden will, weil ich das irgendwie wichtig finde. Ich finde es wichtig, darüber zu reden, weil wenn ich das ausgesprochen habe, kann ich das vielleicht auch besser umsetzen und ihr vielleicht auch, falls ihr das Problem auch habt. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, in diesem Format, was ich vorhabe, ja, in diesem Vlogging-Format, habe ich überlegt, ob ich ein Video darüber machen soll, auf seine Instinkte zu hören oder auf seine innere Stimme zu hören. Und sowas habe ich ja schon sehr häufig gemacht, weil das einfach ein wichtiges Thema in meinem Leben ist. Ja, ich finde, dass wir in einer Gesellschaft leben, die auch sehr, sehr einengend sein kann oder einem das Gefühl geben kann, dass man nicht frei ist und so. Und deswegen mag ich dieses Thema und da wollte ich ein Video zu machen. Und das Erste, wirklich das Allererste, was mir dazu eingefallen ist, war ein negatives Kommentar. Mir hat unter das letzte Video, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe mal ein Video gemacht, ich kann es auch hier verlinken, da habe ich ein Gedicht von Bodo Wartke zitiert. Und da ging es auch darum, dass er gesagt hat, dass nicht mehr so viele Menschen BWL studieren würden, wenn jeder das machen würde, was er will. Und in meinen Augen war das von seiner Seite aus keine Kritik an dem Studiengang BWL, sondern er wollte damit nur sagen, dass mehr Menschen BWL studieren, als
es Menschen liegt. Also, dass viele Menschen BWL studieren, die gar nicht dafür gemacht sind. Das heißt aber nicht, dass BWL ein blöder Studiengang ist, nur, dass nicht jeder Mensch für alles gemacht ist. Im Sinne von, ich glaube, dass unkonventionellere Studiengänge nicht so voll sind, weil also wenn du was wirklich Ausgefallenes tust, was Menschen um dich herum vielleicht ein bisschen bedenklich finden, dann machst du das nur, wenn du wirklich Bock darauf hast. Aber so konventionelle Sachen wie BWL oder Jura oder bla, das machst du halt schneller, weil das ist angesehener, da kannst du nicht viel falsch machen, das, keine Ahnung, ist immer gut, was Wirtschaftliches zu studieren. So war das gemeint. So, dieses Mädchen hat aber offensichtlich, das bei mir kommentiert hat, BWL studiert oder studiert BWL und hat sich total angegriffen gefühlt. Und hat gesagt, Jaco, ich fand dich früher cool, aber ich glaube mittlerweile verstanden zu haben, dass Menschen für dich nur etwas wert sind, wenn sie aus der Reihe tanzen. Und was mich total verletzt, ist der Gedanke, dass jemand, also die Vorstellung, dass jemand denken könnte, dass ich denke, manche Menschen sind weniger wert als andere. Ich sag's wirklich aus meinem tiefsten Herzen. Falls ihr euch irgendwann mal ein Video von mir angeguckt habt und euch irgendwie so gefühlt habt, niemand ist für mich weniger wert. Und in dem Moment war ich irgendwie gar nicht mehr sauer auf diese Zuschauerin oder auf das, was sie gesagt hat. Wir leben halt einfach in einer Gesellschaft, wo, keine Ahnung, das Ego ganz viel vorantreibt. Weißt du, wenn man von außen immer so kritisiert wird und gepusht wird und man den ganzen Tag Bewertungen hört, dann interpretiert man wo auch mal Bewertungen rein. Also wenn du immer den ganzen Tag denkst so, ja, kann ich jetzt im Büro sagen, dass ich mit Yoga angefangen habe, weil vielleicht denken die, dass das voll bescheuert ist oder, oh, ich habe einen neuen Glitzerpullover, aber vielleicht machen da heute Leute Sprüche drüber. Kann ich überhaupt sagen, dass ich vegan geworden bin, weil dann kommt wieder, dass ich irgendwie ein Spinner bin oder, keine Ahnung, ich möchte voll gerne, weiß ich nicht, oder vielleicht sogar andersrum. Du hast so voll die Hippie-Freunde, hast aber vielleicht voll Bock, jetzt irgendwie ein Haus mit Gartenzwergen zu bauen und dir einen, keine Ahnung, 40-Stunden-Job zu suchen und hast irgendwie Bock auf so eine Art von klassischem Lebensstil und alle so, du bist voll der Spießer. Also, weißt du, es sind immer so voll Bewertungen von außen und dann ist es ja überhaupt kein Wunder, dass man auch, wenn man jemandem mal zuhört, der versucht nicht zu werten, da vielleicht Bewertungen reinsteckt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen habe ich Frieden mit dem Kommentar gefunden, aber das ist halt der erste Kommentar, der mir eben wieder eingefallen ist. Und dann musste ich wieder an eine Sache denken. Und zwar, ich habe mal ein Bild gesehen, das hat Kevin mir, glaube ich, geschickt. Und zwar stand da irgendwie unfuckable. Also da war ein Mädchen auf dem Bild, das war meditieren. Und darunter stand unfuckable. Und dann stand da irgendwie so ein Spruch drunter wie, der Zustand, wenn niemand dich aufregen kann, egal was er sagt oder tut. Kennt ihr das? Ihr seid irgendwie, ihr habt so einen Tag oder so eine Zeit, so einen Lebensabschnitt, wo ihr so denkt, boah, es ist egal, was die Leute um euch machen. Wenn ihr irgendwelche total krassen moralischen Prinzipien habt in Bezug auf Konsum oder Leben oder sonst was und es ist völlig egal, was die Leute um euch rum machen, es juckt euch nicht. Ihr macht euer Ding. So, ihr macht euer Ding, ihr steht dahinter und es ist egal, wer euch kritisiert, wer was sagt, was passiert. Ihr denkt nur so, ich chille meine Base und ach, ich bin gleich wieder zu Hause. Kennt ihr diese Zeiten? Das sind für mich unfuckable Zeiten. Aber sobald ich in Zeiten bin, wo ich so ein bisschen empfindlicher bin oder nicht ganz so ausgeglichen bin, dann bin ich nicht mehr unfuckable. Dann bin ich so richtig fuckable. Und das bedeutet, dass wenn ich ein Video drehe und es hochlade, so wie dieses Video, von dem ich eben gerade gesprochen habe, dann kriege ich keine Ahnung, wie viele Kommentare dieses Video hat. 600, 700 Kommentare, die sind alle positiv. Jaco, finde ich richtig gut, was du sagst. Jaco, das kann ich nur so unterschreiben. Jaco dies, Jaco das, super cool, bla bla bla. Und ich freue mich total. Hey, ja, wir sind ganz viele Menschen, die so ein bisschen gleich ticken. Und wir können uns so ein bisschen so gegenseitig inspirieren und so weiter. Und dann kommt ein Kommentar. Ein einziger Kommentar. Und der sitzt. Der sitzt richtig krass bei mir. Ich gebe das jetzt zu, weißt du, ganz viele YouTuber tun ja so als, oder vielleicht ist es bei denen auch so, dass die das nicht juckt. Mich juckt das manchmal. Manchmal juckt es mich nicht, aber oft juckt es mich. Besonders so in den Wintermonaten, wo ich nicht so geil drauf bin. Und dann beschäftige ich mich damit. Stundenlang. Bis es irgendwann abschwächt und mir egal ist, weil ich ihn gelöscht habe oder weil ich ihn einfach vergessen habe oder weil ich irgendwie eine Antwort drauf gegeben habe, die ich selbst in Ordnung finde. Und dann war es das. So, dann denke ich jetzt aber, Monate später, darüber nach, einen Vlog zu drehen und zu diesem Video, was 99,
Periode 8, 9, whatever, von euch richtig geil gefallen hat, fällt mir als erstes dieser eine Kommentar ein. Das ist der einzige, der mir einfällt. Und dann habe ich eben gedacht, Jaco, wie geistesgestört bist du eigentlich? Wie, also jemand, der immer davon spricht, das Positive, sich auf das Positive zu konzentrieren. Wie heuchlerisch ist es, dass du jetzt einfach instinktiv direkt nur an das Negative denken kannst. Ich habe überlegt, wie ich ein Video machen kann, wie ich mich ausdrücken kann, damit diese Personen, die so einen Kommentar schreiben würden, wie dieses eine Mädchen zufriedengestellt sind, obwohl 99% der anderen Kommentare mehrere hundert Menschen das Video total klasse fanden und das genauso gesehen haben wie ich. Und dann habe ich weitergesponnen und habe gedacht, oh mein Gott, das ist im Alltag genauso. Und zwar nicht nur bei mir, sondern auch bei Familie und Freunde. Ich sehe es immer wieder. Der Tag ist richtig geil, der Tag fängt richtig schön an. Ich stehe auf, ich trinke auf der Terrasse meinen Tee oder Kaffee oder whatever, frühstücke, gehe mit den Hunden in den Garten und denke so, boah, geiler kann der Tag nicht sein. Und keine Ahnung, mache alles möglich. Mache vielleicht sogar Sport an dem Tag. Ja, der perfekte Tag. Und dann kommt eine Person, eine WhatsApp-Nachricht, eine Kassiererin an der Supermarktkasse, ein Kommentar auf YouTube und alles ist weg. Und du konzentrierst dich nur darauf und du wirst richtig sauer. Und da habe ich eben gedacht, wie dumm ist man eigentlich? Wie dumm ist man eigentlich, dass manche Sachen einen so catchen können? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an der Supermarktkasse bin, ja, und da ist eine Kassiererin nicht nett zu mir oder sehr unfreundlich, dann denke ich mir halt immer, vielleicht hat die einen beschissenen Tag. Vielleicht hat die sogar im Moment einen beschissenen Lebensabschnitt. Vielleicht hat die einen beschissenen Typen oder eine beschissene Lebenspartnerin zu Hause. Vielleicht, keine Ahnung, ist ihr Chef scheiße. Vielleicht hat sie aber auch schon eine beschissene Kindheit gehabt und kennt es gar nicht anders, als morgens schlecht gelaunt aufzustehen. Und auf einmal, also jetzt mal so, ja, oder vielleicht hat sie sich auch einfach gerade mit ihrer Freundin im Pausenraum gestritten, whatever. Und auf einmal bin ich nicht mehr so sauer. Also Empathie hilft auf jeden Fall richtig krass. Und ich werde das jetzt üben. Ich werde jetzt üben, unfuckable zu werden. Ja, dauerhaft unfuckable. Irgendwer hat mal geschrieben, was sagt Kevin dazu, dass du unfuckable bist? Ja, Leute, ich will euch nicht weiter zu quatschen. Ich habe mir gerade so Gedanken darüber gemacht. Immer darüber nachzudenken, wie andere einen haben wollen, obwohl du eigentlich Videos machen wolltest, damit du einen Ort hast, an dem nicht dein Chef sagt, ja, ich will dieses Dokument aber in grün und nicht in rot und das Video ist ja ganz schön, aber ich möchte diese Szene anders oder keine Ahnung, dieses Bild ist blöd oder nee, sag das mal anders oder nee, zieh dir mal was anderes an. Ich wollte einen Ort haben, wo ich so sein kann, wie ich bin, wo ich das machen kann, was ich will, ohne dass mir irgendwer reinredet und sagt, ich muss das anders machen. Quasi frei mein Selbst sein, frei kreativ sein. Und dann legt man sich so in Ketten und überlegt, was finden andere gut. Wisst ihr, das ist ja total perplex. Das ist ja dasselbe, wie ich ziehe mir das an, damit andere Leute mich in der Schule mögen. Ja, und das muss man... Ja, da habe ich irgendwie gerade so drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, das ist totaler Bullshit, den ich hier laber. Voll viele sagen ja immer so, only positive vibes ist so voll der Quatsch. Ich sehe das nämlich anders. Ich glaube, dass man mit Positivität eine ganze Menge verändern kann. Ich glaube, wenn man wirklich unfuckable ist und einem Dinge nicht so jucken, kann man trotzdem etwas Gutes tun. Weil nur weil einem Dinge nicht jucken, heißt es nicht, dass man nicht unbedingt was verändern will, aber man kann das so mit so einem inneren Frieden verändern wollen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eher mein Ding, weil ich finde es voll scheiße, mich aufzuregen. Also manchmal ist es ganz okay, aber ich will das auch nicht immer. Also ich will nicht immer sauer sein und sagen, oh, die Welt ist schlecht und deswegen will ich das verändern. Ich will eigentlich unfuckable sein. Unfuckable sein und dann so gute Dinge machen. Und ich denke, dass wir mehr Menschen brauchen. Also wir haben so viele Kritiker und es ist auch okay. Ein paar Kritiker braucht man immer, aber wir sind mittlerweile so eine krasse Kritikgesellschaft, dass ich denke, es wäre ganz geil, wenn ein paar Leute unfuckable wären und dann was machen. Ja, deswegen würde ich sagen, Jaco Wusch-Zuschauer, wir werden jetzt unfuckable. Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare, wie man unfuckable wird. Was macht euch unfuckable? Meditation, ein Gedankengang, Sport, Gewalt. Schreibt es mir, ich will es wissen. Ja, so. Und Miki hat schon richtig die Schnauze voll. Ich werde jetzt mal losfahren und schreibt mir gerne auch mal, ob ihr Bock auf so ein... Also, nur weil ich jetzt sage, ich will nicht das machen, was Leute sehen wollen, heißt es nicht, dass ich euch nicht mehr nach eurer Meinung frage, weil ich mag den Austausch mit euch schon ganz gerne. Mich würde schon interessieren, ob ihr Bock auf so einen Vlog habt. Also es wird so ein bisschen in diese Richtung wie das hier gehen, auch so ein bisschen in die Richtung Gedanken aus dem Auto, wie vom letzten
mal, falls ihr das Video gesehen habt, weil ich habe da irgendwie Bock drauf und ich find's cool, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Ja, aber trotzdem möchte ich halt nicht die lustigen Sachen weghaben. Deswegen dachte ich, pack das irgendwie in sowas rein oder so. Ja, habe ich mir irgendwie so gedacht. Keine Ahnung, ob es eine gute Idee ist. So, ich gehe jetzt einkaufen. Ich habe scheißen Hunger. Wir sehen uns bald wieder. Ihr seid süß, ihr seid klein. Genießt die Sonne. Und denkt dran, auch Bikini, Unterhosen muss man waschen. Ciao, Kakao.